Mahlzeit, was muss ich noch sagen? Die Situation ist offensichtlich. Ich habe mich hier jetzt nicht gerade in eine vorteilhafte Lage gebracht. Was habe ich denn für geile Magie? Schlüssel des Offs. Habe ich gar nicht verwendet. Was soll das? Warum verwende ich sowas Geiles nicht? Ich baller einfach mal ein paar Feuerbälle auf den. Und Zerstörung wird er. Juckt ihn halt nicht mal, ne? Juckt ihn nicht. So, dann probieren wir es mal mit ein paar coolen Giften, wie zum Beispiel Schaden, Lebensenergie. Davon habe ich ja jede Menge. Manchmal einen aufgeladenen Schlag. Und dann weiche ich ganz schnell nach hinten. Ah, auf einmal kein Schiss mehr vor Wasser, was? Okay, nicht schlimm. Nochmal, direkt. Mehrmals hintereinander. Okay, da hat scheinbar noch kein Treffer gesessen. Und ich spam den jetzt zu mit diesem Gift. Dann habe ich den schon mal aus dem Weg geräumt. Was ja an sich noch gar nicht so wichtig wäre, weil an dem kann ich mich ja noch vorbeistehen, haben wir beim letzten Mal gesehen. Aber ist halt schon besser, wenn ich den auch außerdem Schaden ausdauer. Machen wir auch mal schauen, ob das da auch... Okay. Ah, da kommt nochmal eine Ratte angehoppelt, aber die kann mir egal sein. Schauen Lebensenergie nochmal drauf. Ja, also so mit so einer Taktik geht es schon, aber wäre ich jetzt... könnte ich jetzt nicht hier fröhlich rumbacken und so. Dann wäre das schon echt keine so schöne Situation gerade. Ich muss meine Ausrüstung jetzt mal richtig krass aufstocken. Ich muss mal richtig die Knete machen. Warum ist die Ratte jetzt echt tot? Egal. Ein Greifzirkel, was ist das denn? Auf jeden Fall muss ich... Null Wert. Brauche ich nicht. Auf jeden Fall greift... Wobei, ist das eine alchemistische... Was sind Greifzirkel? Es ist wohl keine alchemistische Zutat, sonst wären da ja Eigenschaften dran gestanden. Wahrscheinlich ist das irgendein Tant. Auge von Noctrona, da ist es. Könnt diesen, ja, was will man damit auch machen? Greifzirkel. Kann ich nichts mitmachen. Ja, was auch. Ich behalte jetzt mal 4 Stück so aus Spaß. Falls ich damit irgendwas machen kann, könnt ihr mir schreiben. Ich hab's. Ich lock einfach alle Trolle an diese Stelle. Oder vielleicht muss ich das gar nicht, weil die alle festgebackt sind hier. Ein Hoch auf festgebackt. Festgebackt regelt alle ihre Probleme. Sie kommen im Alltag nicht weiter. Sehr gut. Ihr Gegenüber auch nicht mehr, denn es hat sich festgebackt. So, Schaden Ausdauer. Der hat irgendwie, warum auch immer, den gerade richtig viel gezogen. Dem einen gerade. So, sehr gut. Aber ich mach's trotzdem mal mit Schaden, Lebensenergie. Ah, okay. Alles klar, dann locke ich den jetzt rüber. Zu dieser komischen alten Stelle. Weil hier ist ja Ende Gelände, ja. Hier geht's nicht weiter. Ich meine, dauert vielleicht jetzt ein bisschen, aber Hauptsache... Hauptsache, es geht irgendwie. Das ist schon mal die Hauptsache. Weil weiter runter wollen sie ja nicht. Hoffe ich. Lebensenergie wiederherstellen habe ich auch nicht mehr unendlich Tränke, aber... Ich versuche das Beste aus denen zu machen, die ich habe. Schaden Ausdauer mal wieder. Ich wechsle jetzt immer Schaden Ausdauer und Schaden Leben ab. In der Hoffnung, dass das die Kombination ist, um... Weil wenn ich mit weniger Ausdauer weniger Schaden mache, könnte das ja auch für mein Gegenüber gelten. Okay, also... Ja, ja, jetzt muss ich mich mal ein bisschen zusammenreißen. Heilen die sich eigentlich wieder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Leben sich von denen minimal auffüllt gerade immer wieder. Trank der Heilung. Boah, den muss ich mir aufheben. Komm, ich sauf ein Netz. Was soll's? Er hilft doch alles nichts. Jetzt speichern. Sehr riskant, ich weiß. Aber no risk, no fun und so weiter. Ja.
Alter, die Fresse. Boah, die Kicks von denen, die sind sehr lustig. Lustig animiert. Okay, einen haben wir schon aus dem Weg geräumt. Gut, zwei sind es halt immer noch. Aber hier bin ich... Feuer, Fernzauber, 5. Ich will doch... Sehr gut, ich kann mich hier heilen. Ich kann quasi immer wieder mein Leben auffüllen. Das heißt, und mit den Schlägen mache ich auch Schaden, wenn sie nicht vergiftet sind, sondern sehr wenig. Das bedeutet alles in allem, es könnte eine Weile dauern, diese Situation zu regeln, aber sie lässt sich regeln. Sie ist nicht ausweglos. Das macht mir große Hoffnung. So, zwischendurch vielleicht mal ein bisschen Licht auch anmachen. Vielen Dank. Dann wechseln wir wieder auf den Heilzauber rüber. Machen wir auch mal hier noch Mana wieder voll. Zack. Und Leben auch noch. Okay, wie auch immer. Jetzt wollen wir dem auch noch mal ordentlich einheizen mit Schaden, Ausdauer. Mühsal kann ich dann... Ich hau jetzt mal die ganzen Gifte, die ich so mit mir rumschleppe, hau ich jetzt mal alle raus. Einfach mal auch, um ein bisschen zu testen. Das ist jetzt hier... Diese Höhle ist quasi mein Testlabor, ja. So, Schaden, Lebensenergie. Das ist, wie gesagt, das ist eine sichere Miete, weil ich da eigentlich immer weiß, dass es... Klar, Lebensenergie abziehen ist ja das, was im Kampf gegen die Gegner... Geil, Mann, ich kann sogar hier unter Wasser einen Lichtzauber. Ich muss nur... Oh, Alter. Ich muss echt Acht geben, wegen meiner Luft. Okay, jetzt bin ich über der Wasseroberfläche. Und sogar hier kann ich zaubern. Nur echt kritisch. Der geht halt so weit, wie er laufen kann, nehme ich mal an. Da muss ich ein bisschen Acht geben, ne? Magie reicht aus, kein Problem. Und... Na hä? Dem mache ich jetzt gar keinen Schaden. Dem anderen vorhin habe ich richtig viel gemacht. Ich spam den jetzt mal mit Mühsal zu. In der Hoffnung, dass er dadurch sehr langsam wird. Keine Ahnung. Ob dieser komische alte Trick funktionieren wird. Aber vielleicht. Ja. Einfach mal schauen. Schauen wir mal. Ja. Was jetzt? Hä? Schaden, Ausdauer, ja, ja. Blocken zwischenzeitlich auch mal ein bisschen vielleicht. Und ihn dadurch zum Taumeln bringen vielleicht sogar, ja. Das wäre natürlich ein... Das wäre ein Traum. Schlagen und dann nach hinten ausweichen auch, hä? So, ja, so könnte es auch klappen. Blocken, okay, leider zu spät geblockt, egal. Boah, diese Kicks. Die Kicks sind das Gemeinste von denen. Den rechne ich immer gar nicht. Die kommen so... Yeah, kommen die immer. Aber jetzt habe ich ihm auch schon mal ein bisschen mehr immerhin abgezogen. Es dauert halt einfach, ja? Muss ich zugeben. Es dauert, aber... Was soll es so? Das letzte Lebensgift... Na Alter, der hat ja immer noch volles Leben. Was soll das? Federtränke sind schön und gut. Puh, so langsam habe ich auch nicht mehr so viele Gifte. Schade. Die Situation ist brenzlicher als gedacht. Sogar so brenzlig, dass ich mich einfach mal hier vorbeischmuggel. Ciao. Das ist mir auch zu blöd, versteht ihr? Hier den ersten umgehauen mit der Methode. Okay, jetzt vielleicht tonnenweise Gifte und so sinnlos rausgehauen. Von mir aus. Mir doch egal. Hauptsache, ich kann die Burschen jetzt mal abhängen. Und Nocturnals Auge zurückbringen. Und da, oh, schönes Wetter. Und dann... Oh, da sind sie. Johanniskraut Nektar. Mein Vater macht immer Johanniskrautöl. Mache ich immer auf Wunden drauf. Wachsen dann schneller zusammen. Und... Ich werde auf jeden Fall jetzt mal irgendwie erstmal versuchen, an möglichst viel Kohle zu kommen mit Diebesaufträgen und so. Genau, das wird das nächste sein. Ich werde jetzt erstmal ordentlich Diebesgut ansammeln, weil dafür muss ich nicht gut kämpfen können. Damit werde ich mir ein kleines Vermögen erwirtschaften und damit werde ich mir dann bessere Ausrüstung rauslassen und dann werde ich mal ein paar Oblivion-Tore schließen, paar anderen Quests nachgehen und so. Und für diese Diebesquests kann ich ja das, was ich jetzt gleich... hoffe zu bekommen, sehr gut gebraucht, nämlich Nocturnals Auge. Also ab zu ihrem wunderschönen Schrein. Q
cool, da freue ich mich schon drauf. Sehr geil. Geil, geil, geil. Ja, so langsam, obwohl es gerade alles noch ein bisschen chaotisch und vor allem unbezwingbar wirkt, was hier so ein Gegner auf mich einprasselt, habe ich da doch, Alter, diese Troll sieht so winzig aus von der Entfernung, habe ich doch große Hoffnungen in Anbetracht eben des Plans, den ich euch jetzt gerade vorgestellt habe. Es nervt mich nur gerade, dass mir der Troll auf den Fersen ist. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich schwimme mal darüber. Troll mag ja kein Wasser. Schöner Baum da oben. Ah, friedliche Oblivion. Okay, sehr schön. Aber wenn hier noch irgendeine Krabbe oder so rumkrabbelt, macht es gar nichts. Ich suche diese Insel noch kurz nach Nirnwurz ab, wollte ich gerade sagen. Und diese Suche wird prompt dick belohnt. Sehr, sehr gut. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das sogar sehr. Geil. Jetzt macht es wieder Spaß. Aber wenn ich, solange ich halbwegs klarkomme, macht mir das Spiel echt Spaß. So. Einfach nur rumhüpfen und so. Geil, geiles Leben. Der Win und hier Nocturnal Schrein. Ja. Sehr gut. Ja, das ist ein perfektes Timing. Dass gerade jetzt, wo ich quasi Diebesaufträge zum Überleben brauche, auch ich diesen Dietrich bekomme. Bestes Timing. Ich habe mein Auge zurück. Ja. Kann man wieder in die Dunkelheit eurer Welt blicken. Wir verhöhnen die Diebe, denn sie haben einen bitteren Verlust erlitten. Ihr Sterblicher, nehmt dies. Es wird euch die Geheimnisse dunkler Orte offenbaren. Sehr gut. Nocturnal war zufrieden, dass ich das Auge von... Ich wurde mit dem Skelettschlüssel belohnt. Skelettschlüssel zur Zauberspruchliste hinzugefügt. Ja. Jawohl. Geil. Sehr gut. Also wie sie genau funktioniert und so weiß ich nicht. Aber ich habe mir jetzt mal. Ist die Hauptsache. Und ich denke, Lea Wynn wird die erste Stadt sein, die meiner Diebestour zum Opfer fällt. Nix wie Hinder. Vielleicht sogar direkt der Palast? Schauen wir mal. Auf alle Fälle. Was habe ich denn an schweren Sachen? Also, jetzt habe ich schon weniger schwer. Irgendwelche. Hier Stahlhandschuhe. Schwere Rüstung. Nee, brauche ich nicht. Okay, gibt es hier irgendwo einen Rüstungshändler? Wenn ja, werde ich die da kurz verscherbeln. Wenn nicht, dann. Ist mir der Fuffi jetzt auch nicht so wichtig, beziehungsweise ist es eher ein Zwanni, den ich dafür wahrscheinlich bekomme. Naja. Komm, scheiß drauf, Mann. Weg damit. Zack. Wenn ich sie wieder brauche, finde ich sie hier. Klingpilz gibt Lebensenergie wieder, sehr wichtig. Okay, dann warten wir mal bis Mitternacht und dann werde ich direkt mal hier Rosentilia Gallinus. Da werde ich direkt mal nach meinem Glück versuchen. So. 5-6 Stunden warten wir mal. Geil. Langsam passiert ja mal was. Wo kommt dieser Spruch nochmal her? Auch irgendwo in Gothic, gell? Diese Flamme sieht so schön aus. Die sieht richtig echt aus. So. Jetzt aber. Ist es noch nicht mal abgesperrt? Liegt das an der Uhrzeit oder woran liegt das? 2:30 Uhr nachts. Mal schauen, was hier so wertvoll ist. Silber, ihr habt gesagt, Silbersachen soll ich immer mitnehmen, weil ich die gut verkaufen kann. Aber die sind doch, schau mal, da ein so ein Ding ist vielleicht doppelt so viel wert, wie es wiegt. Das ist doch kein guter. Da ist schon ein ganz anderes Verhältnis. Dann nehme ich mal mit. Silberschüssen vielleicht. Die ist 4 wert, immerhin. Ne? Da ist das Verhältnis schon mal ein bisschen besser. Hier auch wieder grauenvolles Verhältnis. Wahrscheinlich muss ich ins obere Stockwerk. Silber und die wirkt auch 2. Das ist mir nicht wert. Aha, hier ganz gute Jahrgänge. Da muss ich ja dann nicht mehr irgendeinen Alchemisten oder so, sondern beim Heler kann ich ja quasi alles verscherbeln. Spielarten der Daedra. Das Buch habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal rumliegen sehen in Oblivion. So.
Also wenn es nach diesem Fenster geht, ist draußen noch taghell. Da wird gepennt, okay. Ich muss ja vorsichtig und leise sein. Waffenhandbuch, Schreibtisch. Na, Schreibtisch, könnte ich mal reinschauen, ne. Nix von Belang. Aber schöne Musik, die im Hintergrund mal wieder geklimpert wird. Ah, 80, na. So, schauen wir mal. 50. Wenn ich das nehme, dann bin ich bei... Ich nehme es mal mit, bei 84. Nimm es mal mit. Und im Notfall kann ich es immer noch rausschmeißen. Wie viel Schaden macht der Bogen? 5. Naja. Taschendiebstahl ist so eine Sache, die ich gerne mal hochtreiben würde. Das ist nur Ramsch. Servus. Wacht die auf gerade? Nee. Kenne ich sie eigentlich? Haben wir schon mal einen Dialog? Ich habe gespeichert. Wenn ich erwischt werde, sorry, aber dann lade ich neu. Ich habe jetzt keinen Bock auf Wachen und so, aber ich will mal probieren. Käsestück. Schluss. Oh. Geil. Speichern. Ich liebe ja Taschendiebstahl. Jetzt muss ich mich nur noch gekonnt entfernen. Oh, das hat sich schon mal gelohnt. Das hat sich gelohnt, finde ich. Cool. Spätestens halt durch den Taschendiebstahl. Versteht ihr? Paar werden jetzt wieder lachen. Ha, wenn du wüsstest, wenn du schon glaubst, es hat sich gelohnt, dann wart mal ab. Aber für mich fühlt es sich gut an. Okay, lasst mich im Frieden. So, hier, Schwieriges. Aha, das ist schon geil. Jetzt, das ist der besondere Dietrich, der nie mehr abbrechen kann. Oh, wie geil ist das denn, Mann? Wie geil ist denn das? Dietrich übrig 60. Ist mir doch egal, wie viele übrig sind. Danke, Nocturnal. Geiler Scheiß. Jetzt geht's los hier. Den nehmen wir auch mal mit. Ed Scott's los. Ich glaube, dieses Schwert da oder was der genommen hat, das schmeiß ich wieder raus. So was ist. 25 ist das wert. Nee, ich will hier das Buch, bitte. Auch der total unauffällige Dieb. So, hier nehmen wir mal mit. Ich finde es lustig, die Silberschüssel zu nehmen, weil das Obst dann... Ich ziehe quasi Schüssel unterm Obst weg. Allein wegen des Wertes hätte ich sie jetzt nicht genommen. Aber andererseits, man kann natürlich diese ganzen... Man kann auch einfach mal auf Masse gehen. Und diese ganzen Silberschüsseln und so... Vor allem hier liegt dann die Klinge rum und dann die eigentliche Besitzerin kommt hier so rein und klebt den Besitzern hier eine, weil die Klinge bei denen rumliegt. Sie denkt, oh geil, es ist so cool, diesen Dietrich zu haben, Mann. Ich bin sehr glücklich, den zu haben. Vielen Dank für den Tipp. Scheißegal, mir doch egal, kann ich abbrechen. Hahaha. Garn. Dafür habe ich jetzt hier meine Lebenszeit verschwendet. Naja. Naja. Zange. Aber Dieb sein in Spielen ist mir immer eine Wonne. Schon tausendmal gesagt, aber es ist einfach so. Es ist immer eine Wonne. So, irgendwo war doch auch so ein Haus, wo mega der Wachhund war. Wo war das nochmal? Durchschnittliches, schweres, leichtes. Juckt mich doch nicht. Wisst ihr, wie in Breaking Bad, als dieser in Staffel 1, als er diesem einen Drogenboss zum ersten Mal seinen Meth zum Probieren gibt? Der ist so mega skeptisch. Dann probiert das der so. Blau, grün, mir egal. Er ist so. Blau, so. Ihn nervt, dass es blau ist. Und dann danach er so. Blau, grün, gelb, egal, ich will mehr. Oder so. So hier auch so. Leicht, schwer, mittel, egal. So. Ich habe jetzt diesen Dietrich. Ah. Ja, aber ich habe ja schon eins, oder? Nee.
Ne, halt, Stundenglas ist kein Alchemie-Ding. Ich habe das gerade. Stundenglas einfach zum Messen der Zeit. Wie konnte ich denn so das nicht checken? Silber durch 40. Soll ich den nehmen? Ah. Argonische Bericht, den nehmen wir mal mit. Ja, den Dolch sollte ich mitnehmen im Verhältnis. Schau mal. Schwert mehr als doppelt so schwer und trotzdem nur ein bisschen teurer. Schmeiße ich lieber das Schwert raus. Schreibtisch. Ja, ich so Schreibtisch und so könnte ich mir eigentlich sparen. Ich könnte ja theoretisch könnte ich ja jedes einzelne Ding hier mitnehmen. Ich will eigentlich nur mein Gewicht halt eher nur verwenden für Sachen, die dann mehr wert sind, sodass ich dann im Inventar, wenn es dann mal voll ist, dass es auch voll mit Sachen ist, die ich für einen ordentlichen Batzen verhökern kann, ne? So, und da, die Kohle direkt ist natürlich auch okay, kein Problem. Es liegt hier ein... Oh, ein gewöhnlicher Seelenstein, ja geil. Wie ging das nochmal mit dem Verzaubern? Irgendjemand hat es mir in den Kommentaren geschrieben, aber ich muss mich mal nochmal informieren, weil ich das schon wieder vergessen habe. Aber ich bin jetzt eher nicht an dem Punkt, wo ich da groß was mitmache mit Verzaubern. Aber wenn ich da mal hinkomme, dann will ich da natürlich dann auch noch abgehen. Ne? Ich kann natürlich Verzaubern aus Skyrim, aber es soll hier ganz anders funktionieren. Ich glaube, hier gibt es auch gar nicht so einen Verzauberungstisch und so. Arcana Verzauberer hießen die Dinger. Es ist so angenehm, man sich überhaupt nicht mehr anstrengen muss. Dieser Dietrich ist der helle Wahnsinn, Mann. Du bist Wahnsinn. Hier könnte ich mir hinsetzen. Mache ich natürlich nicht. Wozu? Boah, an diese Bücher kommt man kaum ran. Also im Verhältnis zum Gewicht ist der Wert von denen eigentlich ganz ordentlich. Vor allem das eine jetzt hier gerade 0,5 Gewichteinheiten gewogen und dafür schon ein paar Taler wert. Hier die dunkelste Dunkelheit. Warum nicht? Ja? Einfach Gewicht, Verhältnis, Gewicht. Wow. Morgen. Gewicht. Also Verhältnis, Gewicht und Wert. Agonia Pennier. Galerion der Mystiker. Diese Bücher werde ich immer stehen lassen. Die bewegen sich immer so während des Schlafs. Machen sie mit Absicht, so dass man denkt, scheiße. Das ist so wie in Filmen immer, man schleicht, der Protagonist schleicht an irgendeinem schlafenden Typen vorbei und der dann im Schlaf so, ja, so labert so im Schlaf und schreckt kurz hoch, dass man denkt, oh nein, jetzt wurde unser Held erwischt. Nein, dabei hat der andere Typ einfach nur im Schlaf so rumgelabert und sich bewegt. So wie Gandalf zum Beispiel, der der Ringe als Pippin das Palantir nimmt. Ich muss lachen, wenn ich da nur dran... Oh Mann, das könnte mega in die Hose gehen. Ich probier's mal. Boah! Wow! Wie habe ich das gemacht? Okay, ich schwör, wenn ich erwischt werde, lache ich jetzt mal. Ne? Sorry, aber es ist so. Erwischt die Person nicht eher, wenn ich von vorne? Weiß nicht. Boah! Scheiß drauf, reicht ja, wenn ich den Schlüssel einmal habe. Alter! Yo, okay, das lohnt sich ja mal übelst. Einfach mal 200 Öcken auf einen Schlag. Nicht schlecht! Diese Diebes-Session hat es jetzt schon richtig gelohnt. Und wenn ich dann erstmal alles verkauft habe. Junge. Dann brechen goldene Zeiten an. Noch vor kurzem im schmalen Beutel unterwegs gewesen, aber nein, bald nicht mehr. So, ich muss mal kategorisch vorgehen. Ich muss mir merken, wo war ich schon, wo war ich noch nicht. Mahes Haus war ich. Ich mache jetzt einfach einmal so die Runde. Da war ich. Dann gehe ich als nächstes da rein. Das ist das Haus von Alval Uvanis. Oh, das macht mega Bock. Macht sehr Bock. Vor allem mit diesem geilen Dietrich macht nur mal 10-mal so viel Bock. Und für euch ist es auch erträglicher,
Weil ihr euch nicht 10.000 Stunden Schlösserknack-Fails reinziehen müsst. So. Schwieriges, kein Problem, wissen wir jetzt. Und wenn es so weitergeht, dann steige ich auch bald nochmal ein Level auf, weil ich in diesen ganzen Liebessachen auch die ganze Zeit am Hochleveln bin. Silberhumpen, nein, danke. Aber die Kohle nehme ich trotzdem gerne mit. Die Knete. Boah, wie schön rund für 2006 Spiel, diese Weintrauben. Sehen zwar überhaupt nicht aus wie Weintrauben, keine Spur, aber trotzdem schöne Form. Kerzenleuchter. Aber die sind erloschen, das sind nur solche Rauchschwaden, die da aufsteigen. Ich frage mich, ob das ein Bug oder ein Jamaika, ich lese immer Jamaika, ob das ein Bug oder ein Feature ist. Ja, das frage ich mich. Ermordung, what? Nee, scheint nicht viel wert zu sein. Wahrscheinlich so Klatsch und Tratsch, so ein Boulevard-Fetzen, der da rumliegt. Okay, jetzt mal gucken, was diese Bücher wert sind. 555, ja, okay, da finde ich bestimmt noch Besseres. Alter, man kann sein ganzes Leben damit verbringen, einfach nur die Bücher in die Elder Scrolls zu lesen. Wobei, man denkt immer, man sieht das hier und denkt, wow, es gibt so viele Bücher. Aber in echt gibt es noch viel mehr Bücher. Im echten Leben könnte man vor allem sein Leben damit verbringen, alle Bücher zu lesen, die es gibt. Das ist ja, schau mal, wir so zocken Spiele, boah, geil, ich kann da in einer dreidimensionalen Welt rumrennen. Kann ich in echt auch. Die echte Welt hat noch viel geilere Sachen. Man kann noch viel geilere haben. Wisst ihr, es ist so, wir zocken Spiele für eine Flucht, die wir eigentlich gar nicht brauchen, weil überlegt mal, was wir in der echten. Es ist einfach geil. Ein Spiel kann man halt zocken, man kann in die Welt flüchten und dabei bequem rumhocken. Ja? Aber ich will auch im echten Leben solche Abenteuer erleben. Deswegen abonniert meinen Outdoor-Kanal. Link in der Videobeschreibung, um zu sehen, wie ich all das in echt erlebe. Für euch ist es, als würdet ihr Let's Play schauen, was ich in der Realität spiele, okay? Das will ich. Ich will, dass es für euch ist wie ein Game, was ihr euch reinzieht, aber dieses Game ist die Realität. Das ist die Vision hinter meinem Outdoor-Kanal. Also zieht ihn euch rein, bitte. Auch wenn ihr ihn bisher ignoriert habt. Einfach mal draufschauen, ein, zwei Videos gucken. Und dann könnt ihr es euch ja nochmal überlegen. Vielen Dank. So, also Streitaxt fast genauso schwer wie wertlos. Wertvoll muss ich mit großem Widerschreiben ja sagen, weil das sonst von der Aussage ja nicht korrekt wäre, aber naja. Versteht, was ich meine. Fast so schwer wie wertlos würde bedeuten, dass sie total leicht ist. Ja. Weil sie ist ja sehr wertlos. Also müsste, wenn sie genauso schwer wie wertlos sein, sie auch sehr leicht sein, weil sie dann wenig Schwere hätte. Checkt da. Okay, ich verstehe langsam, wie diese Häuser aufgebaut sind. Wobei, schon wieder anders als das andere. Das andere hatte links und rechts oben eine Tür. Auf beiden Seiten des Ganges. So, und zack. Jawohl. Geiles Leben. Auch dieser Griff in dem Dietrich sieht so schön aus. So detailliert ausgearbeitet mit Lederverstärkung. Dies, das. Kristall. Kann ich da in die Zukunft blicken? Vor allem, warum ist sie so schwer? Wahrscheinlich, weil sie aus massivem Kristall. Das sieht aus, als wäre sie hohl hier, aber ist wahrscheinlich nicht. Okay. Das wäre mega geil, wenn ich hier dann so einen so einen Hellsager-Schuppen aufmachen könnte. Oh, wie spät. Ja, während des Einbruchs. Okay, aber ich würde gerne. Ich wollte nur auf die Uhrzeit gucken. Kann ich die hier irgendwo anders auch sehen? Ja, 6. Oh, okay. Ich glaube, bis um 7 wird noch gepennt. Das heißt, die Bude hier machen wir noch. Und dann wird erstmal zum Hehler gegangen. Weil ich will. Es ist schon ein bisschen riskant um diese Uhrzeit. Da muss man auch sagen. F82 links unten. Was heißt das eigentlich? Wäre cool, wenn ihr das auch noch schreiben könntet. So. Au ja. Die kann ich sehr gut brauchen. Zu schwer beladen wegen Pfeilen. Macht ja wohl Witze hier. Zäh. Schweren Herzens, ey. Schweren Herzens. Ich brauche nämlich Pfeile, aber gut. Wow. Wiegt 3. Aber, na toll, aber. Wert 40. Wiegt 5, Wert 40. Ich wäre aber im begeistert, deshalb beides. Da schmeiße ich lieber so einen Silberramsch raus. Silberschüssel hier, komm.
verabschiede ich mich gerne von, wenn ich im Gegenzug. Nein, immer noch. Wir sind überladen. Alter, ich habe vorhin so nah rangezoomt hier, dass der jetzt immer so. Aber ich lasse das jetzt so. Das ist lustiger. Wenn ich das Inventar öffne, dann schaut er uns jetzt mal so an. Haha, haha, ha. So, können wir auch rausschmeißen. Ich kriege ja den Wert wieder, indem ich 190, dann schmeiß. Okay, jetzt langsam kriege ich den Wert nicht mehr wieder, wenn ich noch mehr rausschmeiß. Aber habe ich nicht irgendeinen sinnlosen Rahmen? Ja, diese Dinger. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war, aber wieder. Greifzirkel, weg damit. So, jetzt kann ich nämlich sogar die Pfeile, die 0,1 gerade mal schwer sind, die kann ich jetzt wieder nehmen. Wäre auch zu schade drum. Das kann ich jetzt sogar auch wieder nehmen. Gut. Okay, wie auch immer. Mit der Bude bin ich auch durch schnell, bevor jetzt irgendjemand. Ich glaube, die Person, die erlebt, ist gerade noch in der, im Wirtshaus. Weil die lag jetzt nicht im Bett, also schnell. Nichts wie raus hier. Und dann erstmal einen Hehler meines Vertrauens aufsuchen beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute im Leben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen hoch ballern und das Video, was jetzt hier auf dem Bildschirm verlinkt ist, gerne mal reinziehen. Denn alles, was darin genannt wird, macht diese Videos und die Videos auf meinem Outdoor-Kanal möglich. Und dafür danke ich euch allen von Herzen. Bis bald. Ciao.